Hallo meine Lieben, da ist eure Yonanda. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu den Gefühlen deines Gegenübers. Wie empfindet dieser Mensch für dich, für den dein Herzlein schlägt? Was geht gerade in ihm vor? Was macht er so vielleicht auch mit sich aus? Welche Botschaft lässt er jetzt hier durch die Karten da, ja, wo er dir ein Stückchen seiner Seele offenbart, ne, wenn du hier in Resonanz gehst? Und ich freue mich über alle, die wieder da sind, hier sind und mit uns sind. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die mir ein Abo schenken, ein Like oder einen lieben Kommentar dalassen, die mir auf verschiedenen Wegen ihre Wertschätzung zeigen. Ihr seid einfach toll und ja, fühlt euch wohl in dieser Community, wo die Liebe lebt. Ne? Also da lege ich großen Wert drauf, auf das Miteinander, auf die Freundlichkeit, auf den Respekt, auch in den Kommentaren, und möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich das auch sehr pflege, und wenn mir Kommentare als respektlos erscheinen, übergriffig oder einfach überflüssig, dann bin ich so frei, solche Leute sofort zu blockieren, weil das dient dieser Community nicht. Und ich möchte auch, dass die, die wertschätzend sind und das auch in den Kommentaren zeigen und dort auch gerne sich austauschen, ganz einfach ein sauberes Feld haben. Also bei uns ist kein Platz für Respektlosigkeit und ja, ganz einfach Energien, die kein Mensch braucht. Die darf jeder selbst behalten, und da es mein YouTube-Kanal ist, bin ich dann auch so frei, selbst zu entscheiden, was ich gut finde, lichtvoll und schön finde und was für mich nicht dem Licht entspricht. Das möchte an dieser Stelle mal wieder erwähnt sein. Ne? So als man muss man es auch nochmal immer wieder sagen, und ich möchte ganz einfach, dass wir hier eine schöne Energie haben, die uns trägt. So, zu dieser Kartenlegung. Die Gefühle deines Gegenübers, das ist ja etwas, wenn du liebst und vielleicht keinen Kontakt hast zu deinem Gegenüber oder man hört sich einfach nicht. Und dieser Mensch beschäftigt dich natürlich. Das ist ganz natürlich und menschlich. Und dann fängt man an und macht sich Gedanken. Und oftmals verrennt man sich auch in den eigenen Gedanken. Die gehen dann in eine Richtung, ja, die vielleicht, wo man vielleicht einem Irrlicht folgt. Ne? Und wir wissen im Prinzip nie, was auf der anderen Seite los ist. Eine solche Kartenlegung kann dir ganz einfach ein tieferes Verständnis schenken. Natürlich dürfen wir nie vergessen, es ist eine kollektive Energie. Ne? Also fühl da bitte ehrlich für dich rein, ob du damit wirklich in Resonanz gehen kannst. Luftschlösser bauen sich am leichtesten, soll ich gerade sagen. Aber ich denke, es ist vielleicht für viele von euch was dabei, wo ihr was rausziehen könnt oder wo ihr vielleicht auch eine Erkenntnis habt, was nicht ist. Ne? Oder wo ihr wirklich sagen könnt, jawohl, da bin ich 100% in Resonanz. Und ich möchte auch dazu sagen, das soll keine Kartenlegung sein, wo wir spekulieren und aus der Neugierde da versuchen, das Gegenüber zu durchleuchten, sondern es geht hier wirklich um ein tieferes Verständnis, um ja auch ja das, was die Liebe so mit uns macht, vielleicht ein bisschen weiter greifen zu können oder verinnerlichen zu können, fühlen zu können oder verstehen zu können. Licht und Schatten überall, ihr wisst. Ne? Also lasst uns da im Gleichgewicht bleiben und wirklich reinen Herzens jetzt diese Kartenlegung auf den Tisch sich, ihr wisst schon. So, es geht heute los mit dem Universal Celtic Tarot, und das ist ein zauberschönes Deck, und zwar von Florina Nativo und Christina Saliotti. Findet das Deck verlinkt in der Infobox, es ist von Los Garabeo mit freundlicher Genehmigung, und auch ein Kartendeck, was mich wirklich zutiefst berührt, und Decks, die was mit mir machen, habe ich grundsätzlich doppelt. Ne? Falls mir mal eine Karte hops geht, hopsasa, tiralala. Merkt ihr heute, wie die Lichtverhältnisse so spielen? Also ich kann es nicht ändern. Ich habe hier das Licht. Also wir haben hier so Licht-Schatten-Energien. Die nehmen wir jetzt einfach mal an. So, die erste Karte soll uns zeigen, was bei deinem Gegenüber im Feld gerade so los ist. Und denkt an die Spiegelungen. Du kannst auch feststellen, das bin ja auch ich. Ne? Also wenn du feststellst, das bin ja auch ich, dann zeigt es eigentlich auch eure Verbundenheit, dass ihr gleich tickt. Ja? So, was ist denn im Feld und im Raum deines Gegenübers gerade so los? Und ich spreche jetzt der Einfachheit halber aus der Sicht von einer Frau, die auf einen Mann schaut.
Und dein Gegenüber ist männlich. Ne? Nee, Quatsch, es ist ja gerade umgekehrt. Ich spreche aus der Sicht eines Mannes und der auf den Zuschauer als solches, der für eine Frau steht, schaut, auch wenn du männlich bist. Also, der Zuschauer ist in der weiblichen Rolle und das Gegenüber in der männlichen. Aber ihr dreht euch das bitte passend. Ne? Wir sind hier einfach alles Menschen. Ne? Zuschauer, weiblicher Mensch, kann aber auch männlich sein. Gegenüber, männlicher Mensch, kann aber auch weiblich sein. Und ich rede jetzt aus der Sicht des Gegenübers, für den Zuschauer. Der ist es nicht. Also, das muss hier immer hart, gell? Oh, was ist bei ihm los? Zum einen fällt die Herrscherin. Ne? Das heißt, in seinem Feld bewegt sich gerade die Fruchtbarkeit und mit dem Mond das tiefe Gefühl. Ne? Und wir haben hier zwei sehr weibliche Energien. Ne? Die Mondin, das ist ja hier wunderschön dargestellt. Schaut mal da. Die Mondin, wie sie den Mond hält. Ne? Und der Mond taucht die Welt in sein sanftes Licht. Da kommt mir auch wirklich die Sanftheit rein. Der Mond im Tarot ist ja auch eine Karte, die auch Ängste aufzeigen kann, aber die Kraft des Mondes sagt, es lohnt sich hier durch diese Nacht zu gehen, denn nach jeder Nacht erwartet dich ein neuer Morgen. Und da liegt im Grunde immer eine ganz wertvolle Erfahrung dahinter. Und in seinem Feld bewegt sich hier die Herrscherin. Und die Herrscherin, das bist ja du, ne? Weil Herrscherin ist eine weibliche Energie und du bist mit deiner Fruchtbarkeit in seinem Feld, es sei denn, da ist noch eine andere weibliche Energie, die ihm gerade nahesteht. Jedoch, die weiteren Karten, die werden uns das zeigen. Die Herrscherin, die fällt immer auf die Dame, also auf den Zuschauer. Und der Herrscher, der fällt auf das Gegenüber. Ja, und wenn du die Herrscherin bist, dann bringst du gerade ganz viel Gefühl in sein Leben. Natürlich, du triggerst ihm auch seine Ängste. Ne? Aber das ist so was Wunderschönes. Es macht ihm schon auch Angst, aber vielleicht auch gerade, weil es so schön ist. Ne? Also er ist hier mit tiefen Gefühlen konfrontiert und die machen ihm schon auch ganz schön wuling. Man könnte schon fast sagen, du stehst bei ihm wirklich im Raum. Deine Energie ist voll da. Also tiefer geht's gerade nicht. Ne? Deine Energie ist voll da, voller Fruchtbarkeit, voller Schönheit, voller neuem Leben, voller Gefühlstiefe. Und das macht ihm aber auch ein bisschen Angst. Aber wenn er den Mond löst und diesen Weg geht, na, dann wird er mit dir in den Tag hineingehen. Dann nimmt er diese Energie mit in den Tag, dann nimmt er dich mit in den Tag. Na, also Poldi, mein kleiner Freund, der Pold ist da. Ich will es euch nur gesagt haben, ich sitze hier in der Kantine. Und der Pold ist da. Ja, also du bist sehr präsent in seinem Feld, in seinem Raum. Vielleicht hältst du ihm auch den Raum. Ne? Also da sind tiefe Gefühle. Oder wenn du sagst, ich bin so in love, ich liebe diesen Menschen so sehr und du denkst auch gerade sehr intensiv an ihn. Ja, das kommt bei ihm an, dann spürt er das. Ne? Du stehst bei ihm im Raum. Mit all deiner Pracht, mit deiner Schönheit, mit deiner Fülle, mit deiner Weiblichkeit. Also hier die doppelte weibliche Energie. Tiefes Gefühl und das umnebelt ihn wie eine rosarote Wolke, muss man schon fast sagen. Noch ein Rühnchen. Ne? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Folgende Rune bewegt sich, hier, Hammer, alle Kräfte wirken. Also, deine Kraft ist stark. Ich höre mich diesen Satz, deine Kraft ist stark, in den letzten Tagen des Öfteren sagen. Das lag, ich kann euch nicht mehr die Legungen sagen, welche das jetzt waren, aber die vergangenen Legungen, da war die Rede davon, deine Kraft ist stark, alle Kräfte wirken. Und diese Runen, das sind also alle 24 Runen des Futhags. Da müsst ihr euch vorstellen, hinter jeder einzelnen Rune steht die Kraft aller anderen. Und wiederum hinter jeder einzelnen aller anderen, die hinter der einen steht, steht wiederum die Kraft aller anderen. Das ist eine multidimensionale, gigantische Energie. Und was soll ich sagen? Deine Kraft ist stark. Stark, gebend, erfüllend,
Natürlich auch Gefühle bewegend, ne? Also der Mond, der ja seine Zyklen hat, der ist imstande, also ne, Ebbe und Flut, also der bewegt das Meer, ne? Poldi, du räumst mir hier nett mein Deckchen ab. Ich sehe schon kommen, es liegt gleich unten, wenn du da ziehst. Der kleine Schlot ist im Übrigen die Tischdecke aus dem Kulturkessel, die habe ich mitgenommen, weil ich diese Energie als extrem gebend empfinde. So, also das ist jetzt schon mal das, was bei ihm los ist. Du bist bei ihm los. Wir gehen davon aus, dass du das bist. Alles andere, das kommt bei mir jetzt hier gerade gar nicht rein, gell? Jedoch fühl für dich selbst. Ne? So, dann schauen wir mal, welche Energie verkörpert ihn denn gerade? Ne? Also wenn Tarot mit seinen 78 Karten den Menschen als Ganzes bezeichnet, dann ist jede einzelne Karte eine Facette des Menschen und kann eine Charaktereigenschaft anzeigen. Und wir wollen mal schauen, was er gerade so rauskehrt. Ne? Was kehrt er gerade so raus? Wow, also die 10 der Kelche. Ne? Also er ist hier gerade in einer total hohen Liebesenergie. Ne? Guckt euch das mal an. Das ist ja im Endeffekt, könnte man bei dieser Kelch 10 auch sagen, das sind doch die Liebenden. Da haben wir hier den alten Baum. Das sieht aus wie so ein ganz alter Apfelbaum, zumindest hängen Äpfel drin. Und ihr wisst ja vielleicht auch, dass der Apfelbaum für die Erotik steht. Die Apfelbäume sind auch Avalon-Portale. Und der Apfelbaum als solches, ne, der die roten Früchte trägt, der steht auch so ein Stückchen weit für die Versuchung. Ne? Und da sehe ich hier die Magie der Liebe ganz klar. Ne? Die Erotik, die Anziehungskraft, die ganz große Liebe. Und diese beiden sind vielleicht auch aus einem Holz geschnitzt. Ne? Und das ist das, was er gerade verkörpert. Und er verkörpert euch beide. Also weil hier sind eindeutig beide drauf. Und zwar ist hier die Kelch 10 ganz anders dargestellt als sonst. Die ist ja normalerweise auch so mit Family und aus Zweien entsteht ein Drittes. Aber hier geht es um euch beide. Und hier fällt Licht durch den Baum. Und ihr liegt in seinen Wurzeln. Also das ist auch das sind geerdete Gefühle. Ich finde die Wurzel hier sehr, sehr deutlich dargestellt. Die Gefühle sind geerdet. Ihr seid aus einem Holz. Ihr seid ja, sehr vertieft miteinander. Ihr habt tiefe Wurzeln und ja, das ist für mich, wisst ihr was? Der Baum als solches steht auch für die Lebensliebe, ne? Mit den Kelchen. Also da ist ganz viel Gefühl, was er da gerade rauskehrt. Wenn man das in Verbindung sieht, ja, mit dem Mond und noch mit der Herrscherin, dann weißt du ganz deutlich, was er für dich empfindet, ne? Also allein die ersten drei Karten, das ist ja schon ein Liebesgeständnis seiner Seele zumindest. Ne? Ihr wisst ja, wir machen hier das Unausgesprochene und das Ungreifbare ausgesprochen und greifbar. Und ich leihe ihm gerade so meine Stimme. Welche Rune liegt denn auf der Kelch 10, die ihn gerade verkörpert? Die Urrosen, hier haben wir nochmal die Wurzel. Ja, also er ist hier auch stabil und diese Gefühle, die er da hat, die sind morgen nicht Schnee von gestern, sondern diese Gefühle, die haben Wurzeln geschlagen. Also du bedeutest ihm nicht nur heute oder morgen was oder er denkt an eine schöne Vergangenheit mit dir oder an schöne Momente. Du hast wirklich einen festen, verwurzelten Platz in seinem Leben. Na, und kann schon wirklich sein, dass das hier eine starke Spiegelung ist, weil du bist hier mit deiner Fülle, mit deinen Gefühlen in seinem Feld, alle Kräfte wirken, du bist verdammt stark und das Gefühl muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und das kommt aus der Kraft deines Herzens raus. Ne? Durch die Kraft deines Herzens bist du ihm nahe, auch wenn ihr vielleicht getrennt seid, weit voneinander entfernt seid oder euch auch schon länger nicht gehört habt. Und das ist ganz einfach, also er verkörpert auch gerade diese Liebe. Das kommt voll bei ihm an. Das ist eine starke Kraft. Und jetzt schauen wir mal, wenn er so an dich denkt und seinen Gedanken nachhängt. Ja, was denkt er denn da so? Was für Gedanken macht er sich? Junge, Junge, also die drei der Stäbe, ne? Also, er fragt sich so, was kommt da noch? Wie geht das weiter?
Die 3 der Stäbe ist die Zahl 34, das ist eine Überraschungszahl. Ne, die 34, da ist alles drin. Das kann ein super Glücksfall sein und das kann aber auch in so eine Vollkatastrophe gehen, in dem Fall in der Liebe, weil dieser Mensch ist definitiv verliebt. Ja, der ist nicht nur verliebt, der liebt. Und vielleicht fragt er sich, wo soll diese Liebe hinführen? Führt die uns jetzt in eine Katastrophe? Ne? Aber grundsätzlich ist das eine Karte von, man wartet, was kommt. Er macht sich hier vielleicht auch Gedanken, wann ihr euch wieder begegnet. Das ist so eine Karte, die hält Ausschau. Ne? Die hält Ausschau und schaut so in die Weite. Und man sieht auf dieser Karte am Ende des Weges, da erscheint ein weißes Reh. Und das Reh verkörpert ja auch die Reinheit der Seele. Also vor allen Dingen, also von den weißen Tieren heißt es ja immer, das sind aufgestiegene Meister, wobei für mich jede Tierseele eine Meisterseele ist. Also wer den Tieren zuhört und erkennt, dass sie alles wissen, die haben eine viel höhere Schwingung als die meisten aller Menschen. Ich will nicht sagen als alle Menschen, aber die Tiere, die sind schon sehr, sehr, sehr fein. Von ihrer Schwingung her und die erklären dir das gesamte Universum, weil die ganz einfach angebunden sind. Und über die weißen Tiere wird eben gesagt, dass sie halt die reinsten aller Seelen sind, wobei für mich jedes Tier diese Reinheit verkörpert. Ne? Aber zurück zum Reh, das steht auch für die Unschuld. Und dann haben wir hier in seinem Rücken die beiden Hunde. Ne? Das finde ich also auch sehr interessant. Und ein weißer und ein brauner Hund, die schauen nach links und nach rechts und er schaut aber nach gerade. Und also die Treue stärkt ihm hier den Rücken und die Hunde verkörpern für mich aber auch, dass er die Wahl hat. Ne, er muss diesen Weg nicht gehen, er kann auch links oder rechts abbiegen. Also die Hunde zeigen die Möglichkeiten in seinem Rücken, man sieht aber hier genau das, was er will. Und er will hier vorwärts gehen. Ne, dann haben wir hier wieder alle Runen, ne? Also das finde ich auch sehr bezeichnend, das sind alle Runen. Und da sehe ich auch, ich habe schon überlegt, ob sie geordnet sind. Aber geordnet sind sie nicht. Weil die 3 Stäbe könnten für die 3 Ads im Futhark stehen. Und ich dachte nämlich schon, dass die, jetzt zeige ich euch gleich was, die 3 Ads im Futhark, ne, könnten das sein. Und ich dachte schon, die Runen wären sortiert. Aber ich habe was bekommen im Kulturkessel von einer wirklich ganz besonderen Frau, die mir ein ganz besonderes persönliches Runenset geschickt hat. Und die hat mir hier eben auf einem Stab die 3 Ads überreicht. Ja? Und hier sind sie der Reihenfolge nach. Ne? Das ist Freiers-Ad, Türs-Ad und Hagals-Ad. Ne? Wenn ich da jetzt gerade richtig bin. Ne? So, ich hoffe, ich bin da richtig und sage euch nichts Falsches. Also ihr wisst immer alles hinterfragen, auch das, was ich sage. So, und da finde ich hier sehr spannend, diese 3 Stäbe. Also das ist hier auch so, die 3 der Stäbe, hier sind alle Runen drauf, hier sind alle Runen drauf. Außerdem möchte ich diese wundervolle Seele, also die mir diese Efeu-Runen erschaffen hat, bitten, schick mir doch mal bitte eine E-Mail. Ja? So, finde ich sehr spannend. So, und das ist das, was er denkt. Er ist hier offen für alle Möglichkeiten. Er will hier einen Weg gehen. Er sieht hier einen Weg. Er fragt sich, was kommt da auf mich zu mit ihr? Oder was kommt da mit uns auf uns zu? Man sieht aber auch, wie rein er dich wahrnimmt, wenn du das Reh bist. Ne? Und alle Kräfte wirken. Also er ist hier wirklich gedanklich total intensiv mit dir verbunden. Seine Gedanken sind bei dir und das sieht man ja auch, weil alle Kräfte wirken, liegt ja tatsächlich auch in seinem Feld, wo du dich wiederum bewegst. Ja? Weil du sehr intensiv an diesen Menschen denkst und deine Fülle, deine Gefühle stehen bei ihm im Raum mit aller Macht, mit aller Kraft. Ne? Und darüber denkt er auch nach. Er denkt hier also sehr an dich. Also da haben wir die Verbindung von allen Runen zu allen Runen und er fühlt dich, er denkt über dich nach, er spürt dich. Du hast bei ihm ganz einfach Wurzeln geschlagen und das verkörpert er. Also da ist ganz einfach, also diese beiden Seelen hier connecten. Das ist für mich völlig klar und deutlich. Und mit welcher Runenkraft denkt er da an dich? Welche Rune aus allen Kräften, die wirken, sticht denn da gerade ganz besonders raus? Jesus, nee. Da haben wir eine Kombi-Rune, also gleich 3 Runen und
Das sind die Runen der Schwarzen, der Weißen und der Roten Tasse. Also zum einen ist da die Rune Jera, das ist hier die in der Mitte. Das heißt, für ihn hat sich, was euch betrifft, alles verändert. Da ist also ein ganz großer Wandel drin. Er stellt also auch fest, bei euch tut sich gerade was. Ihr seid da in eine völlig neue Energie gekommen. Da denkt er drüber nach. Es hat was mit ihm gemacht oder du machst was mit ihm. Wenn ihr euch begegnet seid kürzlich, hat diese Begegnung etwas in ihm ausgelöst. Die Rune Aiwas, die für die Ei besteht, die zeigt ganz einfach den Ort jenseits zwischen richtig und falsch an, wo ihr euch begegnen könnt. Rumi hat das gesagt und das ist die Rune der Dämmerung. Na, also wenn der Tag noch nicht vorbei und die Nacht noch nicht begonnen hat, wenn der Tag noch nicht vorbei ist und die Nacht noch nicht begonnen hat, wenn Sonne und Mond sich am Himmel gleichzeitig begegnen, diese Zwischenzeit, das ist die Aiwas. Das ist für mich die Rune der Seelenliebe. Und da die Eiben oftmals hohl sind von innen, ja, zeigt sie auch zum einen den Aufstieg an, zum anderen ein Portal und auch den höheren Weg. Na, also er macht sich hier auch Gedanken, welcher Weg ist für euch beide begehbar, weil zwischen euch ist eine große Wandlung geschehen. Poldi, schmeiß mir hier nichts um. Der Poldi ist hier, turnt hier gerade hinter der Kamera rum. Vielleicht seht ihr ihn, vielleicht läuft er mal vorne vorbei, komm mal vorne vorbei getigert, gell? Ja, also er macht sich Gedanken, welcher Weg ist hier für euch bestimmt, welchen Weg könnt ihr gemeinsam gehen? Und er macht sich so Gedanken, wo führt dieser Weg dann hin, was bringt der Weg? Oh Gott, so viele Gefühle, endet das in der absoluten Superkatastrophe, weil vielleicht aus irgendeinem Grund die Gefühle nicht einfach so ausgelebt werden können, ja? Und dann ist da die Rune Naudis. Die Rune Naudis, das ist die Rune in der Not, die zeigt aber auch eine Kurskorrektur an. Das könnte hier auch ein völlig neuer Weg sein. Die Rune Naudis kann natürlich auch einen Strich durch die Rechnung machen, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er diesen Weg hier beenden will, sondern einfach, dass er diesen Weg richtig gehen will, dass er hier auf Kurs ist und den richtigen Kurs einschlagen will. Ne, weil er will hier, weil die Gefühle sind zu tief. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt so einen kalten Cut macht. Das macht er nicht. Zu tief, zu verwurzelt, das holt ihn gerade ganz tief ab, das mit dir. Ne? Und deswegen kommt bei mir eher rein, er korrigiert hier, er will hier auf den richtigen Weg, er will es richtig machen. Und versucht auch nicht vom Weg abzukommen. Was auch wiederum erklären kann, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Ja, wenn er vielleicht etwas verhalten ist, indem er sich so verhält, wie er sich verhält, dann macht er das nur, um nichts falsch zu machen, weil er will hier keinen Fehltritt sich leisten. Er möchte nicht, dass die 34 mit allen Kräften wirken, vom Weg abkommt. Weil er will den Weg gehen und er will ihn richtig gehen. Das kommt mir deutlich rein, weil zwischen euch hat sich gerade was gedreht mit der Rune Jera. Da ist ein größerer Wandel geschehen. Okay. Und immer wenn dein Herz nach ihm ruft und das Chaos ausbricht in ihm drin, was löst es aus in seinem Herzen? Ja, du bewegst sein Herz mit dem Wagen, ne? Was soll ich sagen? Du bewegst sein Herz und durch die Geschwindigkeit, die hier angezeigt ist, durch die beiden Pferde, guckt euch die mal an, die haben ganz schön Fahrt aufgenommen. Ne? Also hier seine Gefühle nehmen Fahrt auf und bei mir kommt hier auch der Herzschlag rein. Also du machst was mit ihm, du machst ihm Herzklopfen ohne Ende. Du bringst ihn auch weiter, du bringst sein Herz vorwärts. Ah, das ist ja echt eine starke Kraft. Mit der Rune, ich hab sie. Fehu, ja, du löst Leidenschaft in ihm aus, Feuer, aber auch Begeisterung, Reichtum. Du bereicherst sein Herz, du bereicherst seine Gefühle, du bringst es wieder zum Schlagen. Das hat er vielleicht schon lange nicht mehr gefühlt oder für die schon in längeren Verbindungen sind, das fühlt er nur mit dir. Herzrasen kommt mir hier rein. Herzrasen, Leidenschaft, also du machst ihn hier ganz schön wuschelig, ne? Und er will hier alles richtig machen. Die Gefühle sind tief, die sind verwurzelt. Er will hier den Weg richtig gehen. Also das, was ihr gemeinsam habt, das ist ihm wichtig. Ich würde sogar schon fast sagen, das ist ihm heilig. Und das will er nicht kaputt machen. Ne? Aber da werden jetzt viele sagen, und warum verhält er sich dann so der Schlot? Ne? Denkt daran, wir wissen gar nichts.
Wir können nur erahnen, was auf der anderen Seite los ist. Deswegen versuchen wir es zu spiegeln. Wenn du natürlich wirklich jemanden hast, wo du sagst, das ist er nicht, ne, dann reflektier es ehrlich. Ne, dann reflektier es wirklich ehrlich. Aber wenn du tiefe Liebe spürst und du spürst das, was ich hier gerade transportiere, ich wollte schon sagen, an Daten, das kommt von oben, an ätherischen Daten, das ist gut. Ich transportiere ätherische Daten. Wenn du spürst, die passen in dein System rein, das ist genau so, ja, dann geh diesem Gefühl nach. Und wenn du misstrauisch bist ihm gegenüber, dann darfst du das loslassen, weil er will hier alles richtig machen. Er denkt an dich, er denkt über dich nach, er denkt über euch nach. Er will hier nichts zerstören, weil es ihm wirklich heilig ist. Guck dir mal an, was du mit seinem Herzen machst. Ja, du bringst dem den Puls hoch, ne? Du machst dem richtig Puls. Das ist nicht so ein Gong, sondern so ein also das ist ja ein Herzschlag wie ein Kaninchen, gell? Ich meine es nur so. Wenn er dich sieht, was macht es mit ihm? Wenn er dich sieht, was macht es mit ihm? Eure Begegnung. Fühl dich jetzt in diesen Moment rein. Und schon haben wir die Karte. Noch mehr Feuer, noch mehr Runen. Heieieiei. Die Königin der Stäbe. Feuer. Ja, das Wasser des Feuers. Du löst Liebe und Leidenschaft in ihm aus. Der fährt total auf dich ab, der findet dich hocherotisch. Also das ist hiermit nochmal bezeichnet. Du bist die Königin der Stäbe für ihn. Junge. Ne? Hier, der Stab, der spielt heute eine große Rolle. Ich sag's euch. Hier, alle Runen, alle Kräfte wirken. Guckt euch das mal an. Also das bist ja jetzt eindeutig du. Ne? Wir haben in seinem Raum alle Kräfte wirken. Dann haben wir hier alle Runen in seinen Gedanken. Alle Kräfte wirken, du bist voll in seinen Gedanken. Und wenn er dich sieht, das sind da wieder alle Runen. Und du bist voll da und du heizt ihn ganz einfach an. Also du machst ihm ganz schön Feuer. Du entfachst sein Herz. Ja? Also der dreht ja schon durch, gefühlstechnisch, wenn er dir begegnet. Ne? So, und wenn er das jetzt gut versteckt, da weißt du aber, was innerlich in ihm los ist. Na, weil er will hier nichts zerstören. Er will alles richtig machen. Er will den richtigen Weg gehen. Der hat ganz einfach Schiss, wenn er was falsch macht, dass er alles kaputt macht zwischen euch. Weil er will diesen alten Baum nicht verletzen. Na, jetzt stellt euch mal vor, dieser alte Baum wird gefällt. Das bricht ihm das Herz. Das ist euer Baum. Euer Baum der Seelen. So, welche Rune liegt da auf dir? Du Feuerweib. Jesus, nee. Nochmal doppeltes Feuer, die doppelte Sovilo. Wenn ihr euch begegnet, dann kollidieren zwei Sonnen. Und genau da liegt die Kunst. Das hier ist also ein bisschen eine Warnrune. Die wurde mir mal aus der Community geschickt. Und eure Kraft ist gleichermaßen. Und ich habe ja eben schon gesagt, bedenkt Spiegelungen. Weil das, was du in ihm auslöst, löst er auch in dir aus. Ne? Und wenn ihr beide euch wirklich weltlich begegnet, dann ist das gewaltig. Das ist gewaltig. Da prallt Energie aufeinander und diese beiden Sonnen, ja, die werden sich irgendwann vereinen. Aber im Moment geht es darum, erstmal diese Energie, die da von euch beiden ausgeht, kontrollieren zu können. Und darüber denkt er nach, er will nichts falsch machen. Weil wenn ihr euch zu schnell vereinigt, kann das auch alles zerstören. Dann gibt es so einen Urknall und alles liegt in Schutt und Asche. Wenn die aber in eine Verschmelzung gehen, weil sie die Kräfte lenken, weil er sein Herz lenken kann, weil ihm die Gäule im Herzen nicht durchgehen, dann wird aus den beiden einzelnen Sonnen eine einzige gigantische Sonne. Da kommt mir schon fast so eine Art Urlicht rein. Und ihr könnt zusammen leuchten. Polly, schmeiß mir hier nicht um, mein Schatz. Also ihr könnt zusammen leuchten. Aber in diese Vereinigung zu gehen, da müsst ihr die Energien im Griff haben. Beide. Also mir kommt hier eine ganz krasse Spiegelenergie rein. Und ihr wisst beide um eure Kraft. Ihr seid beide
die Sovilu, ihr seid beide sehr stark. Ne? Also das ist richtig, richtig krass. Hui, also Junge, Junge, das ist stark. So, wie geht es jetzt erstmal so weiter? Die weitere Entwicklung in eurer Situation. Die weitere Entwicklung in eurer Situation. So, da haben wir den Pagen der Stäbe und die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche finde ich hier sehr besonders, muss ich sagen. Denn in dieser Darstellung haben wir hier einen keltischen Knoten. Der steht sowieso für die Verbundenheit. Und es sieht so aus, als ob hier ein fehlender Kelch angenommen wurde. Ihr kennt ja die übliche Darstellung der Vier der Kelche. Meistens hat man drei Kelche, ist frustriert, weil irgendwie ist es so, pff, nicht das, was man will. Der vierte Kelch wird einem gereicht, aber den sieht man nicht. Klassische Darstellung im Weight. So, hier jedoch ist der fehlende Kelch da. Der keltische Knoten spricht von Verbundenheit. Ja, das ist geil. Und hier ist der vierte Kelch längst angenommen. Und der Page, der Stäbe, guckt mal, was der macht. Der bricht den Himmel auf. Und das ist vielleicht der Moment, wo er sich den vierten Kelch holt. Der vierte Kelch wird ja eigentlich aus den Wolken herausgereicht. Der Page fiel auch im Übrigen zuerst. Zumindest habe ich das jetzt gerade so in Erinnerung. Ich habe zuerst den Pagen gesehen und dann die Kelche umgedreht. Und er holt sich hier den Kelch und integriert ihn. Also für mich geschieht hier, dass ihr die Kräfte, die Gefühle integriert. Und vor allen Dingen werden die Gefühle angenommen, auch wenn sie heiß sind, weil wir haben hier Stäbe. Ne? Der Page der Stäbe ist ja auch, der steht ja auch für den Funken, es funkt. Und das ist ja auch so ein Klick, ne? Als ob sich was connected und verbindet. Als ob eine Verbindung aufgebaut wird. Der Funke springt ganz einfach über. Und für mich ist aber sehr deutlich, er holt sich hier den Kelch aus den Wolken und integriert ihn. Ihr integriert einander in euer Leben. Die Verbundenheit ist da und das ist der nächste Schritt. In diese Richtung marschiert ihr gerade. Das ist der Hammer. Also das Kartendeck ist allererste Sahne, muss ich sagen. Sehr begeistert. Will ich mehr mit euch machen? Will ich mehr rein? Oh, und dann habe ich noch die Baumperle. Ein Heilungsprozess kommt bei euch voll in die Gänge. Und der vierte Kelch hat hier gefehlt. Das ist wie ein fehlendes Puzzlestück. Der ist wichtig, also eure Begegnung oder dieses eure Gefühle integrieren, ihnen eine Daseinsbeschenkung rechten. Also, ihr wisst schon. Ihnen eine Daseinsberechtigung schenken, jeweils bei dir und bei deinem Gegenüber, weil die Spiegelung ist hier sehr stark in der Legung. Ja, das kommt von euch beiden. Wenn ihr eure Gefühle integriert und in euren Gefühlen, in eurem Leben Platz schenkt und den anderen einladet in diesen Kreis, ja, dann geschieht Heilung, die nie mehr vergeht. Es geht hier darum, Verbindung herzustellen. Guckt euch das an, das ist der Hammer. Also hier liegt ein ganz hoher Auftrag in dieser Liebe und hier bricht der Himmel auf. Schnappt euch den Kelch. Ich kann es wirklich nur so sagen, das ist eine geile Energie, die hier liegt. Die ist wahnsinnig, echt, die ist so schön. Die ist so schön und jetzt möchte ich wissen, was lernt er denn gerade von dir? Was lernt er gerade von dir? Weil eure Seelen bedienen sich ja gegenseitig. Ihr schenkt euch unglaublich viel. Was lernt er gerade von dir? Jetzt denkst du an dein Schatzilein. Was lernt er von dir? Was gibst du ihm gerade? Interessant. The Hanged Man und er ist falsch rum. Ja? Also er kommt wieder auf die Beine. Er geht vom Verstand ins Herz und löst. The Hanged Man ist ja eigentlich richtig rum, wenn er verkehrt rum ist. Ne? So. Und The Hanged Mensch ist ja auch, Hanged Man ist ja auch eine Karte der Umkehr. The Hanged Mensch, habe ich das gerade gesagt? Ja, der Mensch als solches, ne? Vielleicht wollen die da oben uns sagen, es ist nicht immer männlich, ne? Aber The Hanged Man, der wird ja im Endeffekt upside down gebracht, damit er auf sein Herz hört. Das ist aber längst geschehen. Er hat hier gelöst. Er fällt richtig rum. Finde ich der Hammer.
Also du hast ihn zurück in sein Herz geholt. Ja, und frag nicht wie, ne? Also wenn ich das sehe mit dem Wagen, hast du hier, als ob du sein Herz wieder in die Pötte gebracht hast. Ja, er kommt jetzt wieder vorwärts und wie im gestreckten Galopp. Ne? Also du heizt hier sein Herz an und das hat er von dir gelernt. Er kommt hier wieder ins Gefühl, er hat gelöst. Er hat gesagt, okay, ich habe es verstanden, gefühlt verstanden. Ich habe verstanden, dass ich hier wieder fühlen soll. Ich fühle für diese Frau. Ja. Und welche Rune gibst du ihm mit? Oh, die Liebe. Das ist eine Rune, die habe ich bekommen von meinem Beatchen. Grüße gehen raus. Und das ist eine Binderune. Und ich habe es noch hinten drauf geschrieben. Du lehrst ihn die Liebe. Und es passt zum Hängten, weil der ist die 12. Und die 12 in der Zahlenkunde, so wie ich sie fühle, so wie ich sie auch von Mund zu Ohr übertragen bekommen habe, ist die wahre, reine, madonnenhafte Liebe. Und wir haben hier eine Binderune, wir haben nämlich die Raido, das ist der Schlag des Herzens. Und in die Richtung, wo das Herz hinschlägt, da liegt der Auftrag. Und dann haben wir da drin auch eine Wunyo, das ist der gute Ausgang, die Wonne, die Freude, die Hoffnung. Es geht gut aus. Wir haben eine Gebo drin, Gleichgewicht in der Liebe, ne? Man sieht auch eine Algis, die Führung von oben. Man sieht im Endeffekt sogar Yggdrasil, oben und unten. Ne? Also die Algis in sich gespiegelt, weil der Baum hat die Krone auch in der Erde. Ne? Seine Wurzel ist ebenso die Krone. Und im Endeffekt könnte man auch sagen, alle Bäume sind verkehrt rum. Die sind also die nähren sich über die Erde und haben die Füße im Himmel. Ne? Weil der Baum nimmt die Nahrung über die Wurzel auf. Der steckt sozusagen mit dem Kopf in der Erde. Und der Mensch sieht es nur andersrum, ne? Wobei Lichtnahrung über die Krone aufgenommen wird. Ich finde es sehr interessant. Also deswegen ist oben und unten ein Gleiches. Ne? Und wir haben hier natürlich auch eine Kenas drin, die sich spiegelt. Ist eine sehr schöne Rune. Ne? Also auch, dass ihr euch spiegelt. Ne? Das habe ich ja eben die ganze Zeit gesagt. Und Beate sagte mir, diese Rune bedeutet Liebe und ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also du lehrst ihn die Liebe, um es auf den Punkt zu bringen. Was lehrt er dich? Was darfst du denn gerade lernen? Semmelbröselchen, gell? Was hat er dir zu geben? Die 7 der Schwerter. Na? Also wenn er sich jetzt zurückgezogen hat, dann lehrt er dich das Vertrauen, dass er wiederkommt. Die 7 der Schwerter, das ist so eine Karte, jemand zieht sich raus, stiehlt sich davon. Du darfst vielleicht auch lernen, mit seinen Rückzügen umzugehen. So, und da blutet dir direkt dein Herz. Ich spüre es richtig. Weil das ist ja das, was wir nicht wollen. Aber es geht auch darum, ihn sein zu lassen. Aber die 7 der Schwerter, die kommt immer zurück. Die kommt zurück. Und mir kommt noch was ganz anderes rein. 7 Schwerter werden hier gebunden. Und Drachen sind auch Hüter. Es kann auch sein, dass er dich lehrt, deine Gedanken zu kontrollieren. Dass du ihn wirklich verstehst. Die Drachen bewachen die Schätze. Die 7 Schwerter, das ist die Kraft der 7 Gedanken. Das sind deine 7 Sachen, soll ich sagen. 7-mal das Element Luft. Die 7 ist der geschenkte Sieg, wenn man sich verdient. Schütze deine Gedanken. Und lass dir nicht reinreden. Auch das lehrt er dich. Du musst auch nicht jedem alles erzählen. Weil wenn du preisgibst, was du denkst, dann reden andere mit, ja, und versuchen vielleicht, dass du umdenkst, ne, und wollen dir vielleicht ihre Sichtweise klar machen und befeuern dich in eine Richtung, wo der Rat kein guter ist, ne, sondern zum Ratschlag wird. Ihr wisst ja, was ich von Ratschlägen halt. Ratschläge, da gibt's voll einen rein, ne, auf die, ihr wisst schon. Ne, wenn ein Mensch einen Rat hat, ne, dann kann er dich fragen, darf ich den Rat geben? Möchtest du meinen Rat? Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Aber wenn jemand dich beratschlagt, dann haut er dir seine Meinung um die Backen. Ob man das braucht,
Also ich brauche sowas immer nett, ne? Und ich bedanke mich dann auch immer für den Ratschlag und betone das dann so sehr, ne? Und er lehrt dich hier ganz einfach, deine Gedanken also zu lenken, in die richtige Richtung, bei dir zu bleiben. Es geht hier um das Vertrauen zwischen euch. Vertraust du ihm? Oder kann man dich manipulieren? Also das kommt mir ganz deutlich rein. Jetzt mal abgesehen davon, dass er dich das loslassen lehrt und er kommt immer wieder. Bei mir kommt hier diese andere Tendenz noch viel, viel stärker durch. Also dieses Behüten deiner Gedanken ist für mich hier wesentlich wichtiger, dass du deine Gedanken auch bündelst und gut darauf aufpasst, wie du denkst, weil das beeinflusst ganz stark eure Verbindung und lass dir da nicht von außen reinreden. Deswegen hat es der Drache gebunden. Ne? Also es geht hier nur um euch beide, will er dir damit sagen. Es geht nur um euch beide. Und er gibt dir die Rune Wunjo und er sagt, hey, es ist alles gut mit uns. Es ist alles gut und es geht gut aus. Du bist meine Freude, meine Wonne. Tja, und natürlich auch seine Sonne. Gell? Es geht hier wirklich darum, dass ihr beide einen Weg findet, wie ihr fein werdet. Ganz klar. Und dafür die Reise hin. Das ist mega. Schnappt euch den Kelch und integriert eure Gefühle ins Leben des jeweils einen und anderen. In euer Leben. Verbindet euch. Und ihr werdet eine Heilung erfahren. Upsa, hopsasa, hopsala. Hopsasa, so heißt unsere kleine Spinne übrigens. Ihr werdet Heilung erfahren, die nie mehr vergeht. Boah, ist das eine wunderschöne Verbindung. Und lass dir nicht reinreden. Das lehrt er dich, das will er dir auch sagen. Das ist so zauberhaft. Untere Karte. Und das ist eine der genialsten Darstellungen der Fünf der Kelche. Die untere Karte, passt auf. Die fiel am Wochenende. Die Fünf der Kelche ist eigentlich eine Trauerkarte, ist auch der Liebeskummer. Aber passt mal auf. Er geht zurück. Er kommt, also ihr begegnet euch. Hier liegt schon auch die Begegnung. Und der verkörpert für mich dieses einander loslassen müssen. Man dreht sich um. Ihr wisst, wie es ist, wenn du dich von einem Menschen verabschiedest, den du liebst. Und dann gehen zwei auseinander und dann dreht er sich nochmal um. Dann bedeutest du ihm was. Und es kann sein, dass er hier gehen musste. Aber er weiß, dass der Weg ins Licht der Weg zurück ist. Das weiß er und er wird sich umdrehen. Er wird sich immer wieder umdrehen, genauso wie du dich nach ihm umdrehen wirst. Ihr werdet hier gemeinsam durchs Portal schlüpfen. Weil das Lichtportal ist nicht zu übersehen. Und der Weg vorwärts ist der Weg rückwärts. Und dieses Auseinandergehen, das ist immer nur temporär. Es geht hier wirklich ums Vertrauen. Hier zu vertrauen, ey, das ist so krass. Ihm zu vertrauen, euch zu vertrauen, nicht reinreden lassen, ganz bei dir bleiben, ganz bei ihm bleiben. Er wird hier ganz bei sich bleiben. Hier sind starke, starke Spiegelungen. Und die 5 ist ja noch immer die Zahl der Erkenntnis. Über diese Liebe lernt ihr ganz viel, alle beide. Ihr lernt viel über die Gefühle. Ihr seid wirklich einander Wegbegleiter und ja, ihr seid miteinander verbunden. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich fix und fest. Das ist eine schöne Energie und ich freue mich, dass ich euch so eine schöne Energie heute rausgeben durfte. Ich hoffe, ich konnte euch abholen. Alles andere, was es zu sagen gab, habe ich vor der Legung gesagt. Verinnerlicht euch das, verinnerlicht euch das. Ich werde gerade geführt, ich bin noch nicht so ganz der Herr meiner, ihr wisst schon. Deswegen bin ich jetzt auch raus. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen lieben Kommentar oder ein Abo. Und ansonsten, passt auf, heute ist Mittwoch, ich bin morgen nicht da. Ich bin morgen nicht da, ich hätte es am Anfang sagen sollen. Jetzt haben schon viele weggeschaltet, aber gut, das ist dann halt so. Ich bin morgen nicht da. Die Dorfkneipe gab es schon gestern und am Freitag schneide ich rein mit 3 Tage, 3 Nächte. Könnt ihr schon vorbestellen, gell? Meine Schatzis, da wisst ihr Bescheid. Liebe geht raus. Dicken Kuss, bye bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.